Der duale Masterstudiengang Sozialethik im Gesundheitswesen reagiert auf die gestiegenen Anforderungen im Gesundheitsbereich. Wirtschaftliche Effizienzanforderungen, Prozesse in der Personal- und Organisationsstruktur sowie der medizin- und pflegeethischen Dimension bedürfen Koordination. Kommunikations- und Wertungskonflikte müssen frühzeitiger identifiziert sowie transparenter und nachhaltiger bearbeitet werden. Ja, zu den zentralen Kompetenzen, die wir hier im Studiengang vermitteln, gehören auf der einen Seite die ethischen Kompetenzen mit der Analyse und der Argumentation in Ethik und Sozialethik, mit dem Schwerpunkt auf Medizinethik und Gerechtigkeitsfragen des Gesundheitswesens. Dazu kommen dann methodische Kompetenzen, die vor allem aus der Sozialforschung kommen, quantitative und qualitative Methoden. Und schließlich haben wir noch kommunikative Kompetenzen, wo es darum geht, diese Dinge auch ins Gespräch zu bringen. Der Studiengang ist vor allem deswegen besonders, weil wir eine sehr kleine Kohorte sind und es eigentlich sehr familiär ist. Man kennt sich untereinander. Sowohl an der Goethe-Universität als auch an der Hochschule St. Georgen finden Sie ein anregendes und wunderschönes Lernumfeld. Wir arbeiten hier dann mit Unternehmen im Gesundheitswesen zusammen, kriegen von dort interessante Fragestellungen geliefert, die direkt aus der Berufspraxis und aus dem Gesundheitswesen stammen, können das wiederum mit unseren Lehrinhalten verknüpfen und damit für unsere Studierenden ein hochinteressantes und aktuelles Paket schnüren. Besonders interessant sind für mich die Hospitationsbausteine und der Praxisbezug im Studium selbst, vor allem in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Die Kooperation mit dem Studiengang ist insofern interessant, weil wir uns natürlich hoffen, durch die Nachwuchswissenschaftlerinnen neue Denkweisen, neue Ideen, neue Impulse mit in unsere Arbeit zu nehmen. Ich glaube, wir Seelsorger und Seelsorgerinnen sagen, uns ist der ganze Mensch ein Anliegen, ja, so mit Körper und Seele und Geist. Diesen ganzheitlichen Blick, den können wir den Studierenden anbieten. Es gibt eine ganze Reihe an Perspektiven, die sich für unsere Absolventinnen und Absolventen nachher ergeben. Und das sind auf der einen Seite Stabsstellen in Unternehmen des Gesundheitswesens, aber auch im Bildungswesen oder in Politik und Politikberatung. Bei Krankenkassen gibt es eine ganze Menge von Tätigkeiten, die hier in Kommunikation, Analyse, Beratung in Frage kommen. Besonders interessant ist für mich die Gesundheitskomponente kombiniert mit der Ethikkomponente, weil es das so bisher eigentlich noch nicht gab. Und ich vor allem interessiert daran bin, das auch nochmal von einer kommunalen Sichtweise aus zu betrachten. Der duale Studiengang bietet die Möglichkeit, tatsächlich die Theorie und Praxis sehr eng zu verschränken und darüber hinaus Fragestellungen aus der Praxis aufzunehmen und zu behandeln.